Oh, da kommt ein Wasserdrache. Mhm. Der spuckt auch noch. Ich kann gerade so ausweichen. Oh, ich habe ihn getroffen. Wow. Das war's dann mit uns. Toll. Ja, zum Glück, die spawnen die Gegner, wenn wir sterben. Also der war heftig, ja. Cool. Mhm. Hammer. Ups. Was machst denn du hier? Ach du, hey. Boah, was hast denn du für eine Mega? Cool. Ich hab eine Spitzhacke gebaut. Ich will auch eine Spitzhacke. Ich will dir Steine besorgen. Mhm. Hab ja noch Steine. Noch 12 Stück. Und aber du hast hier unseren Workbench weggebaut. Ja, aus Versehen. Warte, ich baue sie wieder hin. Warte, ich habe hier irgendwo auch Planken. Wir planken hier eine Plattform. Ach, meine ich doch Wooden-Plattform. Boah, irgendwie konnte ich die nicht platzieren, weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen, so. Danke. Oh, nee, nicht schlafen. Wie heißt denn Spitzhacke? Pickaxe. Ach, Axe, ja. Stone Pickaxe. Brauche ich noch mehr Planken. Mann, ey, Planken kosten viel zu viel. Plank. So, wird aber reichen. Axel. Stone Pickaxe oder eine Steinaxt. Ja, die Axt brauchst du, um schneller Holz zu hacken. Mhm. Pickaxe halt für alles andere. Ja, aber du hast jetzt ja schon eine Stein-Pickaxe, deswegen nehme ich dann die normale Axe. So einfach ist das. Ich kann dir aber trotzdem noch so ein bisschen helfen. Das geht ja relativ schnell, du. Keller aushöhlen hier. Ja, es ist halt ähnlich wie bei Terraria. Unten drunter ist auch noch eine Höhle. Ja. Schau mal. So viel zur Höhle. Hm. Oh, da ist irgendwas. Ah, ein paar Pflanzen. Das Wasser kann man hier aber nicht rausholen, ne? Wir sind mit einem Eimer. Noch nicht einmal. So. Okay. Wir brauchen noch nach oben einen Ausgang, ne? Damit wir uns hier wegbeamen können, einfach so im Haus. Oder die Tür aufzumachen, wenn es gerade gefährlich wird draußen. So gefährlich wird es dann auch wieder nicht. Ja, es gefällt mir dann halt besser. So. Knack, knack. Ja, perfekt. Das ist die Beam Me Up Station. So, wait. Dann mache ich mal das Gold und die Bomben und meine Truhe. Kann ich ja nicht das mit meinem Schiff abbauen? ja, den Hintergrund und so weiter müsstest du abbauen können. Alles andere nicht. Ich habe aber nicht, ich habe es aber noch nicht probiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du es machst. Ich probiere es lieber nicht aus. Das ist denn so eine Aufgabe für Singleplayer. So, Schatztruhen willst du hier bestimmt reinhaben, ha? Huh? Keller. Ja, das ist einfach zum Ausbau. Du kannst genau durch die Tür durchschlagen. Na, das ist doch mal eine Methode, ha? Huh? So viel Skill hast du dir jetzt bestimmt nicht zugetraut. Nein. Hab ich nicht. So, ich packe mal hier Bomben rein und das packe ich mal noch rein. Oh, ich habe mir noch Weed-Samen. Pflanzen. Unbedingt. Aus dem Zeug können wir dann Brot machen. 3 Weed-Samen. Oh, das war jetzt höchst ineffektiv, was ich gemacht habe. Hack. Hack.
So. Tja, es dauert ja alles eine Weile, bis es gewachsen ist, ha? Huh? Ja, auf jeden Fall. So, das kann man noch alles reinpacken. Ist ja nicht von jetzt auf gleich da, ne? Hm. Ja, wir sind zu viel verlangt. Ja, das ist wohl mal, das wäre ja auch Blödsinn. Kohle packe ich mal noch rein. Crafting Table packe ich auch mal noch rein. Die Stimpacks packe ich rein. So. Okay. Ja, nö. Sollen wir wieder einen Gegner anlocken? Ach, das ist verhältnismäßig lange da. Ja, genau, du haust ihn wieder und ich versuche ihn dann wegzubauen. Ja? So. Ja. Warte, ja, nein! Stirb doch endlich! Warte, warte. Ja. Oh. Nee, der ist am Gift verreckt. Hm. Weg hier? Ja. Fuck. Besten hier runter. Man kann sich halt auch natürlich selbst das Leben schwer machen. Ne? Ich habe alles auf dem Anfangsplaneten gemacht, da ich nicht der Verlegenheit entfallen bin, andere Planeten besuchen zu wollen. Packed Dirt. Das. Cool. Kannst halt den Dreck noch weiter verarbeiten. Ja, das ist doch cool. Ja, mach mal aus Scheiße Gold oder was? Naja, war sowas von. Ach so, und da wir gerade ja das Quest haben, bei unserem Furnace Quest steht ja noch dabei, Eisen. Dass wir. Coal ist Kohle. Ach so. Brauchen wir aber nicht. Du brauchst nur ein bisschen Stein und das Lagerfeuer. Dann hast du das Quest erfüllt, weil dann kannst du den das hier schon bauen. Kohle brauchst du in dem Sinne nicht mehr. Haben sie rausgenommen. Aber das du hast sieht ja doch eh hier schon, viel cooler aus, wenn man ja so einen richtigen Dreckhaufen hat. Du hast ja eh schon einen gebaut, von daher ist das auch wieder egal. Ja. Oh, die ersten Möhren sind fertig. Oh, es geht mir aber übelst viel Stein. Ja. Gib mir mal ein bisschen Stein. Ich will hier auch mal jetzt endlich Stein abbauen. Oh, Verzeihung. Hm. Ups. Danke. So, stopp. Bisschen Fleisch gucken. Ja genau, Ofen hast du ja schon gebaut, dann... Was denn, wir mal kurz 3 Kupfer machen? Mach das mal. Das bringt uns zwar noch nicht viel, aber ein bisschen mehr brauchen. Boah, krass, das nimmt gleich 3. Mhm. Also 9. Also eine Fläche von 9 Blöcken. Das ist ja Hauptprobe. Ja. Oh, ich bin schon wieder halb tot. Ich persönlich muss zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ich bin mal auf den nächsten Patch gespannt, was der alles so noch bringt. Mhm. Angeblich soll es auch einen Charakter-Wipe mitbringen, aber das ist bis jetzt noch nicht... Ein was? Charakter-Wipe, dass du deine Spielstände einfach nicht benutzen kannst. Wir sind ja noch in der Beta, es verändert sich ja noch viel. Hm. Und die haben auch schon gesagt, dass wir befinden uns zurzeit ja noch in der ersten Phase der Beta. Ja, genau, ist die erste und Phase der Beta. Da kann es durchaus sein, dass es durch Patches passiert, dass die Charaktere nicht mehr verwendbar sind. Hm. Was ich mir persönlich bis jetzt noch nicht so ganz vorstellen kann. Aber gut, abwarten, gucken, was passiert. Jo. Ah, da wird es dann bestimmt auch wieder findige Leute geben, die dann trotzdem den Charakter weiterverwenden können. Weil sie dann einfach wissen, wie man es macht. Ja, zum Beispiel. So, wenn du Hunger hast, ich packe unten mal Fleisch und Karotten rein.
in die linke Truhe. Das sind die Karotten. Mhm. Und das Fleisch, das liegt noch oben im Ofen, glaube ich. Oder im Feuer. Ja. Im Feuer, im Ofen wirst du es kaum rösten können. Also das ist dann unsere Futtertruhe quasi. Na komm, reck dich voll. Oh. Gegner. Der haut rein, ey. Na klar, weißt du. Ja, wird ein Zaus gelassen. Eine Kunst, ey. Ach Mann. Der sollte die Tür zumachen und nicht irgendwie Crafting-Scheiß hin aufmachen. Ja, das Ding da unten. Aua! Geht halt nicht gut. Ja. Warte, ich will den mir krallen, ja. Danke. Boah. Leder. Dann würde ich mal sagen, dass wir die Spinnrad woanders hinbauen. Komm, gut. Ja. Aber das ist eigentlich eine coole Sache, was du hier gebaut hast, muss ich sagen. Das gefällt mir. Es ist eigentlich nur dafür gedacht, dass die nicht drüber springen. Sie können dich trotzdem noch anhauen, wenn der oben drauf steht. Ja, klar. Aber das ist ja auch in Ordnung. So, ich wollte mir jetzt eigentlich noch ein Cooking Table bauen. Was habe ich jetzt hier? Ich habe ja noch zwei Weed. Aber da sind keine Samen rausgekommen, oder? Doch. Doch, auch. Bitte wieder sofort anpflanzen. So. Kann man das eigentlich auch mehrstufig machen? Das Anpflanzen? Naja, wirst du wohl müssen. Anders hast du keine Möglichkeit. Du kannst schließlich nicht in die Länge oder in die Breite gehen. Hast du nur eine Ebene? Eben, frage ich ja. Also ich habe auch in meinem Singleplayer-Spielstand habe ich schnurstracks gerade einfach weitergebuddelt. Ich habe dann einfach mal ein bisschen ja Hintergrund weggehauen und solange du an der Oberfläche bist, kommt auch über den Hintergrund noch Licht rein. Kannst ja unten einfach mal probieren, musst ja merken. Mache ich gleich. Oh ja. Ich denke mal, dann kannst du da auch genüsslich dann auch noch weiterhin anbauen. Genüsslich. Mhm. Dieser scheiß Tisch hin. Ah ja, Wooden Cooking Table. Was brauche ich? 4 Kupferbarren. Scheiße. Door, Wooden Door. Brauche ich mal wieder Planks. Hast du keine Tür? Doch, ich will da unten eine Tür rein haben. Door. Ich brauche noch so viel. Plank. Klick. So, dann würde jetzt reichen, oder? Door. Sehr gut. Ein bisschen Deko will ich dann doch machen. Ja, links von uns ist ein kleinerer Außenposten im Boden. Kleinerer Außenposten? So eine Art Basis, kannst du sagen. Ich weiß okay. Nicht, wie ich das beschreiben soll. Habe ich bis jetzt eigentlich nur auf dem Mond gefunden, sowas? Können wir uns auch gerne mal drinnen umgucken. Werden wir gleich machen, kleinen Moment. Deine Äpfel oder was auch immer das ist, sind fertig. Die kannst du mal ernten gehen. Mhm. Das ist jetzt hier unser Anbaustollen. Ups.